Man kann auf sehr viele Möbel verzichten, besonders als Minimalist, aber auf einen Stuhl kann man leider nicht verzichten. Und welche sind eigentlich so die schönsten Stühle, die bis heute entworfen wurden? Welche kann man immer noch kaufen? Welche sind die Klassiker? Auf welche Besonderheiten kann man achten? Auf all das geht es heute. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Best of Design und heute geht es um die schönsten Stühle auf diesem Markt, zumindest meiner Meinung nach. Und los geht es direkt mit einem meiner wirklich absoluten Lieblingsstühle ever, die ich je gesehen habe. Es war Liebe auf den ersten Blick, das kann ich wirklich sagen. Ein richtiger Klassiker. Mein absoluter Favorit heute, ganz klarer Fall. Der Series 430 Stuhl von Werner Panton, das Original aus dem Jahre 1967, wirklich ein Klassiker. Ich liebe diesen Stuhl, weil er nicht nur die Spitze des Eisbergs jeglichen Minimalismus ist, sondern auch noch total gemütlich ist. Das ist ein Beweis dafür, dass gutes Design nicht unbedingt nur stilvoll und ästhetisch ist, sondern auch eben bequem. Die Motivation, diesen Stuhl zu entwickeln, war, dass man einen Stuhl entwerfen wollte, der gemütlich ist wie ein Sessel. Daher erklärt sich auch die etwas stärkere Polsterhöhe des Stuhles. Man hat den Stuhl wirklich so konzipiert, dass das filigrane Gestell im Vordergrund steht. Man im Grunde nur zwei gepolsterte Flächen hat. Eine Rückenlehne und eine Sitzfläche, die getrennt voneinander sind. Dadurch wirkt der Stuhl schön luftig und leicht. Trotzdem ist ja super bequem. Ich möchte diesen Stuhl haben. Ich weiß gar nicht, was bei diesem Stuhl gegen diesen Stuhl spricht. Aber für all diejenigen, die sagen, oh Emel, dieser Stuhl ist ja toll, aber der ist schon etwas teuer. Heute möchte ich euch auch einen Stuhl vorstellen, der wirklich günstig ist, vom Design her trotzdem überzeugt. Der Stuhl von IKEA. IKEA PS 2012. Ein Stuhl, den es Gott sei Dank immer noch zu kaufen gibt. Ich besitze auch vier Stück davon, zum Glück. Ich habe sie mir gekauft, weil ich dachte, vielleicht gibt es den ja irgendwann nicht mehr. Gerade bei IKEA muss man ja wirklich zugreifen, weil es da ja auch so ein paar Serien gibt, die dann eine gewisse Zeit entwickelt werden und dann weg sind. Wenn man Glück hat, findet man sie vielleicht noch bei eBay oder sogar Amazon und dann natürlich für viel mehr. So, und warum ist der so toll? Erstmal ist es ein Stuhl, der nicht aus Alu oder Holz ist, sondern er wird entwickelt tatsächlich aus einem sehr harten Kunststoffmaterial, Polyethylan. Und es ist umweltverträglich, nachhaltig und flexibel. Und das sind ja auch Faktoren, die bei heutigem Design wirklich eine Rolle spielen. Ich achte gerne drauf. Wenn ich in einen umweltverträglicheren Stuhl investieren kann, dann mache ich das gerne. Und das Besondere an diesem Stuhl ist, er sieht sehr, sehr klar und modern aus, aber wenn man sich auf ihn setzt, ist er total bequem. Ich habe auf meine auch Sitzkissen nähen lassen und ich liebe es, dass die Rückenlehne wirklich einmal so einen umrahmt. Die Rückenlehne geht auch in die Armlehne über, aber in einer sehr klaren Form, in einer sehr klaren Linienführung. Und ich sitze da wirklich ganz gerne mal, indem ich meine Armlehnen so richtig, ja, im Grunde umarme ich diesen Stuhl, während ich sitze. Es ist ein super bequemer Stuhl. Dadurch, dass er auch vom Preis her so attraktiv ist, sehen wir hier, dass Design eben, das gute Design nicht immer teuer sein muss. Für alle Holzliebhaber unter euch, die einen nachhaltigen Holzstuhl haben wollen, habe ich vielleicht den Stuhl mit dem klarsten Design, kann man wirklich sagen, und zwar der 1.3 Chair von der Firma Zeitraum, entworfen von Ki-Hoon Kim. Ich hoffe, ich spreche seinen Namen richtig aus. Ein Stuhlentwurf aus dem Jahre 2012. Der Stuhl ist die Abschlussarbeit des Designers an der Londoner Royal College of Art. Der Stuhl wurde außerdem im Londoner Design Museum mit einem Award, und zwar Design des Jahres 2012, ausgezeichnet. Und es ist wirklich ein sehr gelungener Entwurf, der durch absolute Geradlinigkeit besticht. Die Besonderheit des Stuhles ist eigentlich sein minimalistischer Gewicht. Es wiegt nämlich sage und schreibe nur 1,28 Kilo. Warum kann oder wie kann ein Stuhl so leicht sein? Indem man es aus Balsaholz baut. Das ist ein Holzwerkstoff, der zum einen sehr umweltverträglich ist und auch eine schöne Alternative für die Holzindustrie. Und zum anderen ist es halt bekannt dafür, dass es unheimlich leicht ist. Dennoch eine Stabilität bietet und man nicht
Bedenken haben muss, ist das denn, obwohl es so leicht ist, denn wirklich stabil? Ja, ist es. Und besonders ist auch, dass die Linienführung zwar sehr geradlinig ist, aber unter der Sitzfläche eine Art Kreuzstruktur ist, die dem Stuhl ebenfalls nochmal seine Stabilität sichert. Insgesamt ist es ein sehr runder, sehr gelungener Stuhlentwurf, der in fast jeden Haushalt passt. Weiter geht es mit einem Stuhl von Moroso und zwar entworfen von den Benson Design Associates aus dem Jahre 2018, also relativ neuer Stuhl. Ich finde den aber besonders interessant, weil er so grafisch daherkommt. Es sieht ein bisschen aus wie so eine Linienskulptur in einem Raum. Auch die Sitzfläche, die Polsterung der Sitzfläche ist sehr interessant gemacht. Sie fängt nämlich sehr verjüngt an und ist in der Mitte, die hat eine Erhebung und sieht dadurch nicht nur rundlich und bequem aus, sondern ergänzt im Grunde die restliche Formgebung. Es ist wirklich wie eine Zeichnung im Raum. Unheimlich filigran und man hat die Möglichkeit, die Rückenlehne sowohl offen mit einer Linienstruktur zu bekommen oder eben geschlossen mit einem Stoffbezug. Dabei hat man auch sehr viele verschiedene Möglichkeiten, Farbkombinationen, Materialkombinationen und man kann den Stuhl sowohl als Outdoor-Stuhl als auch als Indoor-Stuhl nehmen. Dadurch hat man natürlich viele Möglichkeiten, den Stuhl einzusetzen. Ich sehe diesen Stuhl auch sehr gut in einem Hotel oder auch in einer Hotellobby, in einer Hotelterrasse, Restaurantterrasse zum Beispiel, kann der auch ganz gut funktionieren. Das ist schon so ein Stuhl für Designliebhaber, das muss man einfach sagen. Die meisten Menschen würden mit diesem Stuhl vielleicht nicht eine gewisse Gemütlichkeit verbinden, aber er ist gemütlich. Das kann ich bestätigen. Ich habe es nämlich ausprobiert. Der nächste Stuhl ist eigentlich auch ein Klassiker und zwar von dem Hersteller Hai. Entworfen wurde es von dem Designer Jürgen Backmark. Der Stuhl heißt J104 Stuhl, heißt wirklich so, und den Stuhl gibt es in unterschiedlichen Höhen auch, also mit einer höheren Rückenlehne, mit oder ohne Armlehnen. Und das Besondere an dem Stuhl ist, dass er so einen gewissen Retro-Charme verspürt. Ich finde den Stuhl richtig toll bei Leuten, die zum Beispiel den Scandi-Style mögen oder aber auch in Restaurants, die eben nicht so eine strenge Struktur haben wollen durch sehr klassisch anmutende Stühle, sondern das Ganze so ein bisschen verspielt auflockern wollen. Da funktioniert dieser Stuhl richtig gut und man kann ihn auch wirklich in unterschiedlichen Farben bekommen. Das ist auch mal ein Stuhl, ein Holzstuhl, den man in unterschiedlichen Farben bekommt. Finde ich ganz toll. Also es sind auch so ein bisschen verrücktere Farben möglich, wie rosa oder hellgrün oder hellblau und natürlich auch ganz klassisch naturbelassen oder auch in schwarz oder weiß gebeizt. Und das Besondere an dem Stuhl ist auch, dass es eigentlich ein Entwurf ist vom Designer Paul M. Wolter aus dem Jahre 1966. Also im Grunde ist es eine Neuauflage dieses Stuhls und es ist inspiriert von dem Winzer und dem amerikanischen Shaker-Stühlen. Und also für all diejenigen, die sagen, ja, ich möchte einen Holzstuhl, aber ein bisschen lockerer, ein bisschen mehr Leichtigkeit, ein bisschen mehr Verspieltheit, für die ist der J104 Stuhl ein perfekter Stuhl. Der nächste Stuhl ist wirklich platzsparend und für all diejenigen, die den Minimalismus lieben, keine Streben, keine besonders abgesetzten Armlehnen, sondern im Grunde wirklich wie eine einzige Schale. Und es erinnert an einen Klassiker und zwar an den Eames Plastic Chair, ist aber in diesem Fall von Muto, entworfen von Iskos Berlin und nennt sich Fiber Tube Base. Dieser Stuhl wird aus einer Mischung aus Holzfaser und einem recycelbaren Polypropylen entworfen bzw. produziert und man kann ihn sowohl mit einem Textilbezug als auch aus Leder bekommen. Das Stahlrohrgestell ist unheimlich filigran und man hat eigentlich hier bei diesem Stuhl einen maximalen Komfort bei minimalem Raumbedarf. Was ich an diesem Stuhl so toll finde, ist, dass man ihn wirklich auch wieder sehr, sehr vielseitig einsetzen kann. Selbst in klassischen Einrichtungen bringt er immer so ein bisschen mehr Frische und Modernität rein. Man kann ihn sowohl im häuslichen als auch im gewerblichen Bereich einsetzen. Ich finde, er funktioniert auch sehr gut in Büros zum Beispiel oder auch in Hotels, in Restaurants. Und es hat sogar einen Designpreis bekommen und zwar den Iconic Award für Innovative Interior.
Unser letzter Stuhl für heute kommt von der Firma Moore und ich habe diesen Stuhl wirklich vor kurzem erst entdeckt, wahrscheinlich weil er auch erst 2020 entworfen wurde. Und zwar von dem Designer Peter Fehrens und es nennt sich Harry Chair. Ein Stuhl, der sehr interessant ist. Erstmal hat er eine sehr breite Sitzfläche. Das heißt, es ist ein Stuhl, in dem man sich wirklich bewegen kann, obwohl er nicht drehbar ist. Außerdem hat es eine sehr, sehr klassisch anmutende Form, aber die trotzdem mit mehr Modernität und Leichtigkeit daherkommt. Und das funktioniert dadurch, dass es zum einen eine sehr, sehr klare Linienführung hat, aber die Rückenlehne ebenfalls von der Sitzfläche durch eine ganz leichte Öffnung getrennt ist und somit eben mehr Luft zirkulieren kann, man auch dadurch ein bisschen bequemer sitzen kann. Ich finde, bei manchen Schalenstühlen ist es ja so, dass man wirklich sehr, ja, die Sitzform oder die Sitzart ist sehr vorgegeben durch die Form. In diesem Fall haben wir wirklich die Möglichkeit, uns ein bisschen freier zu bewegen. Auch die breite Sitzfläche macht eben dies möglich. Und trotzdem wirkt es sehr filigran und leicht durch ein sehr, sehr dünnes Stahlrohr bei den Füßen. Anthrazit Pulver beschichtet. Man hat die Möglichkeit, zwischen sehr vielen verschiedenen Stoffen auszuwählen. Also man hat durch die Stoffauswahl nochmal die Möglichkeit, möchte man es ein bisschen klassischer anmuten lassen oder doch ein bisschen moderner. Außerdem sind die Stoffe auch ökologisch. Finde ich auch ganz cool, wenn man gleich von vornherein darauf achtet, nur eine ökologische Palette an Stoffen zu ermöglichen. Finde ich toll. Und man kann den Stoff natürlich auch ersetzen durch Leder. Leider ist dieser Stuhl ein wenig teuer. Also es geht los ab 1.100 Euro. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Preiskategorie für jedermann, zumal man vielleicht auch mal 6 oder 8 Stühle braucht. Aber gut, es ist eine Investition, das kann man sagen. Aber ich glaube, es ist ein Invest, was sich hier wirklich sehr lohnt, weil man hier einen Stuhl hat, der ein absolutes Klassikerpotenzial hat. Also wenn ich ein Award vergeben könnte für zeitgenössisches Design mit Klassikerpotenzial, dann wäre es auf jeden Fall dieser Stuhl. Jedes Mal, wenn ich so ein Best-of-Design-Video mache, ist es natürlich eine Fragestellung. Welche Stühle oder welche Möbel nehme ich in diese Auswahl mit rein? Ich versuche euch wirklich eine verschiedene Bandbreite zu bieten bei den Möbeln. Aber natürlich habe ich auch so eine gewisse Linie. Ich glaube, das erkennt man mit der Zeit auch. Mich interessiert natürlich, war ein Stuhl dabei, der dich inspiriert hat oder sogar überzeugt hat? Welchen könntest du dir bei dir zu Hause vorstellen? Oder sagst du, oh Emel, also diesen Stuhl darfst du doch wirklich nicht vergessen in deiner Serie. Teil das mit mir in den Kommentaren. Ich freue mich drauf. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.